Ja, herzlich willkommen hier mal wieder bei Immobilienführer mit einer wunderschönen Neubauvilla oberhalb von Santa Ponsa, dem kleinen Beverly Hills von Santa Ponsa. Diese Villa wird jetzt gerade fertiggestellt und ist übergabereif zum 1.5. Und ich möchte euch mal zeigen, was für einen fantastischen Ausblick man von hier oben hat. Und von daher führe ich euch mal ein wenig durch die Räume. Und zwar zuerst zeige ich euch mal den Master Bedroom, das Master Bedroom. Und zwar, hier fängt es an und führt in das wunderschöne Ankleidezimmer, das mittig gelegen ist. Und der Master Bedroom ist dann hier, sag ich mal, neu gestaltet, ist noch nicht ganz fertig, aber jeder hat ja seinen Geschmack. Und jetzt schaut euch einfach mal die Sicht an. Hier vielleicht zu zweit ein Käffchen zu trinken, sondern einfach diesen wunderschönen Genuss zu erleben. Denn das Schöne auch hier in der Region ist, dass hier ist 24/7 im Prinzip auch immer Kinoprogramm. Man guckt nie ins Dunkle, hier ist immer Leben, hier ist immer irgendwie, was man sich anschauen kann. Also es wird immer spannend bleiben. Und diese Aussicht, ihr ahnt es schon, die Sonnenuntergänge hier sind spektakulär. Die zeigen wir aber später mal. Und kommt jetzt einfach mal mit in die weiteren Räumlichkeiten. Hier kommen wir jetzt neben dem Ankleidezimmer wieder in das Masterbad. Und dieses Badezimmer sucht auch seinesgleichen. Guckt euch das mal an. Innen drin ist so ein Atrium, wo auch der Fahrstuhl ist. Wir sind ja hier in einer sehr felsigen Gegend sozusagen. Haben 308 Quadratmeter Wohnfläche, 6 Zimmer, 3 Schlafzimmer, 3 solcher gestaltete Bäder auf 1257 Quadratmeter Grundstück mit Hanglage. Ja, also Gestaltungsmöglichkeiten sind hier vielfältig und ich finde vom Charme her, vom Austausch der Elemente, ist das wunderbar harmonisch. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Natürlich muss man hier nicht nur immer Treppen steigen, sondern wir haben natürlich immer den Fahrstuhl, der uns natürlich durchs ganze Haus immer begleitet. Schon wenn wir durch die Garage in den Eingang kommen, können wir natürlich immer direkt auch ins Wohnzimmer fahren. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit, denn hier wird es immer, immer, immer schöner. Kurz erklärt übrigens, weil wir gerade noch an der Eingangstür stehen, Sicherheit wird hier groß geschrieben, denn schaut mal, so einfach, sag ich mal, ist man hier in höchster Qualität in Sicherheit gebettet. Dann kommt einfach mal mit. Schöner Eingangsbereich. Fügt sich natürlich gleich in der Mitte mit ein, mit dem Fahrstuhl und mit dem wunderschönen Naturstein. Und ja, ich sage jetzt mal eine halbe Minute nichts, sondern lasst mal die Bilder auf euch wirken. Einfach wirken lassen. So eine Küche, nicht nur vom Farbton her, ist ja spektakulär. Also ich finde, diese Farbkombi ist einfach das absolute Highlight. Natürlich mit besten Elementen. Also wenn ihr hier mal gucken wollt, mit einer Leichtigkeit zu bedienen. Machen wir Folgendes. Hier wird man vermutlich viele, viele Abende verbringen. Wir gehen jetzt mal auf den spektakulären Blick auf die Terrasse zum Pool. Ein Überlaufpool, klein, aber fein und vor allen Dingen, ich glaube, man wird viel Zeit im Wasser verbringen.
So, und in dieser Hightech-Villa, sag ich mal, ist natürlich technisch alles mit feinsten Raffinessen ausgebaut. Und natürlich, weil wir ja hier königlich den Herrschaftsblick haben, ist natürlich an alles andere auch gedacht. Ich zeige euch mal die spektakuläre Auffahrt, denn ihr fahrt natürlich über diese wunderschöne Einfahrt in die Garage, aber ihr habt auch noch unten bei der Einfahrt noch drei fertige Garagen. Das heißt, zu diesem Haus gehören insgesamt vier Garagen, also für Autoliebhaber immer aufgepasst, ist ja auch gesorgt. Also ist ja spektakulär und von daher, was noch ganz wichtig ist, also wie gesagt, technisch ist alles so ausgestattet, dass es handykompatibel ist mit den feinsten Gerätschaften, Heizung, alles Effizienzklasse A. Ja, also es bietet hier alles, was man sich so vorstellen kann in einer Neubauvilla. Ja, mit dem schönsten Blick. Nochmals, La Vista spricht für sich. In dem Sinne, unten raufklicken und dann erfahrt ihr mehr über das Objekt. In diesem Sinne, euer Michael Führer.